Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge hier. Ist aus dem Stream geschnitten, aber ändert wie immer nichts an der Tatsache, dass es einfach nur eine Runde DVD ist. Ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. So, bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Achso, und vielleicht, also ne, wir haben jetzt, wenn die Runde rum ist, noch zwei Runden die Chance, nochmal Hawkins zu bekommen. Dann ist over and out. Dann spiele ich heute vor 17 Uhr kein DVD mehr. Wieder Freddy. Der Bub. Frederik. Genau das, Lucy. Ach stimmt, ich muss den Command mal ändern. Ich habe zwei, drei Modes rausgenommen. Oh, und er hat Überbrückung dabei oder Unterdrückung, wie das heißt. Cool. Der macht die ganzen Türen auf, kann das sein? Dass ich den hier ständig sehe. Er sieht mich hier niemals. Ist das jetzt sein Ernst gewesen? Moment mal. Hat er mich jetzt ernsthaft nach 5 Sekunden erst realisiert? Echt jetzt? Verrückt. Nurses. Ich habe kein Dead Heart. Ja, Frederik. Er kommt nicht, ich will bloß zu meinem Wecker. Oh. Tüftler hat er! Der Bub! Vielleicht klappt es irgendwann ja mal. Das sind, bei der Aura dort hinten, bei der gelben, sah das sehr seltsam aus gerade.
Und Blutwächter, ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Verdammt, Freddy. Tüftler und Pop. Wird er gleich hier rüberkommen? Weil jetzt triggert Tüftler bei ihm. Er kommt gelaufen. Pass auf, Mac. Meine Schuld, sie ist in die Richtung gerannt. Alter, der Jen ist ja mal wieder direkt komplett tot hier. Der hat es hier ziemlich gut im Griff, muss ich sagen. Also... ziemlich schwer, hier Jens anzukriegen. Oh Mann, Mac, warum rennst du nur durch die Pfütze? Nee, erstmal nicht, Nico. Och, der hat die Kacke von Pinhead mit. Kein Wunder, dass wir hier einfach keine Generatoren ankriegen. Ich kann nicht mal die Kiste öffnen. Ah!
Nee, ich habe nichts für Freitag geplant, weil ich halt erst schon gesagt habe, heute habe ich vielleicht Bock auf das Spiel und am Freitag habe ich aber überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. Also auf was auch immer für ein Spiel. Ich will da immer nicht so viel planen. Also, ja, Far Cry 6 war die letzten Wochen halt gesetzt, aber ich will mir das jetzt offen lassen, was ich dann vielleicht Freitag spiele oder auch nicht. Also da ist nichts geplant. Da ist ein Totem gewesen. Die Mac. Die verrät halt immer wieder, dass sie dort ist. Oh, das ist halt so eine Runde, die nie ein Ende hat. Das ist so anstrengend. Ich hasse solche Runden. Soll es halt lieber vorbei sein, aber wir können in eine neue Runde, die mehr Spaß macht. Freddy-Runden sind einfach immer nervig. Vor allem, wenn es halt ein Freddy ist, der halt gut spielt, so wie er. Also er hat das ja gut unter Kontrolle. Und durch Tüftler weiß er natürlich auch immer, wo er hin muss, um die Leute zu verjagen. Es wird nicht lange dauern und er wird hierher kommen. Aber zu zweit schaffen wir das dann nicht, hier durchzuziehen. Ist ja, denn er kommt erst sehr spät. Dann könnten wir durchziehen. So wie jetzt. Bin zwar verletzt, aber der Jen ist an. Das muss zweimal. Ich weiß nicht, war das jetzt schon das zweite Mal, dass er gegongt hat? Also, es muss im Musikzimmer und im Chemieraum die Gens müssen gemacht sein. Ich glaube, er hat unten drei Gens, die er schützt.
Das ist so ein, das ist so ein richtiger Forever Freddy. Wir werden nie wieder aus dieser Runde rauskommen. Habt ihr ihn gerade gesehen? Er war dort hinten. Er hat uns nicht registriert. Er wird hier wahrscheinlich nicht erst so spät kommen. Er ist da, Mac. Hä? Aber nicht aufmachen, okay? Wegen Blutwächter. Jetzt kannst du aufmachen. Schnell! Ich möchte nicht retten gehen. Er macht dort oben alles voller Pfützen. Geh halt retten. Jetzt kommst du wieder mich holen. Geh halt alleine. Aber die andere ist doch dort oben. Ja, das geht schief. Also, ich bin ja raus. So, ich weiß nicht, was ihr macht. Ja, sie ist tot. Das ist jetzt doof. Also, wenn jetzt drüben das Tor aufgeht und er sie dann aufhebt, dann bin ich aber sowas von raus. Nicht aufmachen! Oh, wie doof bist du denn? Oh, also das war... Wenn der jetzt Blut... Warte, das will ich jetzt wissen, ob der Blutwächter hatte. Dann bin ich in der allerletzten Millisekunde raus. Ich weiß nicht, was hatte der denn aber alles? Noch der, 3 Perks wussten wir. Pop, Tüftler, Unterdrückung wussten wir. Ah, es hätte... Ja, doch, das wussten wir eigentlich auch. Eigentlich wussten wir alle 4 Sachen. Okay, aber ich hatte trotzdem Angst vor Blutwächter. Es tut mir leid. Okay.